Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. In diesem Video geht es heute um das bewusste biologische Aufwachsen eines Kindes unter der Betrachtungsweise der fünf biologischen Naturgesetze. Zu diesem sehr großen, komplexen Thema gab es in den letzten Livestreams immer wieder Fragen von Eltern oder die, die es noch werden möchten. Zu diesem Thema habe ich bereits mal ein Video gemacht, welches sehr oberflächlich war, weil ich lediglich die Zeit von der Schwangerschaft bis zum Alter von 10 Jahren eines Kindes genommen habe und verschiedenste biologische Konflikte in verschiedenste Zeiträume eingeordnet habe und grundsätzlich etwas zum Thema Wahrscheinlichkeit und biologischer Konflikt gesagt habe. Das heißt, dass es gewisse Voraussetzungen gibt, die erfüllt sein müssen, damit es bis zu einem Alter von 10 Jahren zu unterschiedlichen Konflikten kommt. In diesem Video ging es hierbei eben vor allem um das Thema der Erziehung. Die Erziehung ist auch der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um biologische Konflikte geht. Nicht nur bis zum Alter von 10 Jahren, sondern bis zu dem Alter, in dem sich das Kind von den Eltern abkapselt bzw. ein eigenes Leben führt. Das Thema der Erziehung ist so breit und groß gefächert, dass es viele verschiedene Ansätze gibt. Im Bereich der Pädagogik ist es ja das Thema überhaupt. Wie erziehe ich ein Kind? Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn im Bereich der Theorie? Und wie sieht es in der Praxis aus? Denn es gibt kaum ein Thema, bei dem die Unterschiede so krass sind wie im Bereich der Erziehung. Das heißt, in der Theorie ist das, was am besten funktioniert oder zumindest das, was das Gesündeste ist für das Kind. Und in der Praxis wird das Ganze fast nie umgesetzt. Denn jeder Teil bzw. die Eltern separat gesehen, Vater und Mutter, haben hierbei natürlich immer völlig individuelle Ansätze. Diese individuellen Ansätze, die werden im besten Fall zusammengeführt. Jedoch ist es natürlich auch so, dass die Praxis zeigt, dass dieses Zusammenführen und damit natürlich einen roten Faden so gesehen in der Erziehung zu haben, auch nicht wirklich immer vorkommt. Zumindest nicht in jedem Themenbereich. Und die Pädagogik bzw. das Feld der Erziehungen ist letztlich davon geprägt, dass es von Erfahrungen lebt, von Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Das bedeutet, es ist ein Wissen, welches letztlich immer mit verschiedensten Auswirkungen, Konsequenzen und letztlich natürlich auch mit Hypothesen funktioniert. Das heißt, wir haben in einer gewissen Sparte, in einem gewissen Bereich, eine gewisse Art und Weise, wie wir das Kind an etwas heranführen können, wie wir dem Kind etwas beibringen können, wie das Kind gewissermaßen Solidarität oder anders formuliert eine soziale Art und Weise aufbaut. Das ist ja mitunter der Primärpunkt innerhalb der Erziehung. Das Kind soll ja in Interaktion mit anderen Kindern, mit anderen Menschen so gefestigt sein, dass das Kind zu einem späteren Zeitpunkt natürlich alleine zurechtkommt, um dann ein Leben zu führen, nicht nur alleine, sondern auch mit anderen Menschen. Und die Voraussetzungen bekommt das Kind immer von den Eltern mit. Außer es gibt natürlich von Anfang an andere Bezugspersonen.
wie beispielsweise Oma und Opa oder noch ganz andere Konstellationen. Denn es ist ja bekanntlich nicht so, dass jedes Kind auch bei den Eltern wirklich aufwächst. In Bezug auf die Zeit, die von den Eltern aufgebracht wird, um beim Kind zu sein. Das wird auch über die letzten Jahrzehnte immer weniger. Kommen wir mal zum Kernpunkt dieses Videos. Alles, wie ich bereits gesagt habe, basiert darauf, dass entsprechende Versuche stattfinden. Versuche, die von jedem selbst kommen. Denn die allerwenigsten beschäftigen sich zunächst einmal mit der Theorie und setzen dann die Theorie in die Praxis um, sobald sie ein Kind haben. Sie nehmen einfach das mit, was sie von ihren eigenen Eltern gezeigt bzw. gegeben bekommen haben. Und das sind alles sehr individuelle und vor allem auf Erfahrung basierten Erziehungswerte. Wie sieht es denn aus in Bezug auf die Biologie des Menschen? In Bezug auf den Körper, das Gehirn als separate Steuereinheit und letztlich auch das Verhalten, welches sich biologisch aus unterschiedlichsten Gründen verändert. Denn wenn dieses Wissen diesbezüglich da ist, und dieses Wissen ist da, wenn man sich die 5 biologischen Naturgesetze anschaut, habe ich ganz andere Möglichkeiten, den Menschen und natürlich auch das Kind zu sehen. Das heißt, dass wenn 2 Menschen ein Kind bekommen, die das biologische Wissen über den Menschen haben, ganz anders vorgehen können. Es ist natürlich kein Muss. Das ist genauso wie mit dem Wissen aus der Pädagogik. Dieses Wissen kann man sich anschauen, kann man erlernen und kann es dann, wenn man es für richtig oder zumindest für gewissermaßen sinnvoll erachtet, umsetzen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, nur das weiterzugeben, was man selbst mitbekommen hat. Ich möchte aber aus meiner Perspektive in Anbetracht der 5 biologischen Naturgesetze einmal darstellen, was verschiedenste Kernaspekte sind, die definitiv dazu führen, dass ein Kind auf kurz oder lang entsprechende Verhaltensveränderungen oder körperliche Symptome zeigt. Aus der schulmedizinischen Sicht heraus könnte man das nun so formulieren, dass das Kind psychische Störungen bekommt oder krank wird. Krank in dem Fall, wenn es um den Körper geht und nicht um Verhaltensveränderungen. Denn es ist davon abhängig, wie die Eltern mit dem Kind umgehen. Das heißt, die Verantwortung in Bezug auf die Eltern ist so groß, dass dieses Thema natürlich auch immer wieder entweder falsch verstanden wird oder natürlich auch so verstanden wird, dass man immer wieder den Eltern die Schuld gibt. Das soll hier aber weder etwas mit Schuld zu tun haben, noch mit Schuldzuweisungen, noch mit irgendwelchen anderen negativ assoziierten Faktoren. Es soll einfach eine gewisse Neutralität in dieses Thema bringen. Denn Neutralität gibt es in Bezug auf die Erziehung aus der Sicht der Pädagogik nämlich überhaupt nicht. Da gibt es nur, das ist gut und das ist schlecht. Es hängt natürlich auch davon ab, welche Richtung eingeschlagen wird. Dennoch gibt es natürlich gesellschaftliche Normen, Werte, die berücksichtigt werden, sodass zwar verschiedenste Erziehungsformen da sind, diese aber zumindest in Anbetracht einer gesellschaftlichen Norm immer gleich sind. Und diese gesellschaftliche Norm, die bringt
ganz große Probleme mit sich. Probleme im Sinne von Verhalten, welches das Kind zeigt, weil es ganz normal, weil es ganz neutral und ganz biologisch ist, welches dann die Eltern unterbinden, weil sie selbst dieses Verhalten niemals zeigen würden, weil sie sich nicht trauen würden und weil sie natürlich auch in Anbetracht dessen, dass das Kind ein gesellschaftliches Wesen sein sollte, in Anbetracht der Zukunft, so nicht werden darf. Das heißt, die Vorstellungen und Erwartungen, die mit in die Erziehung einfließen, die zu 99,9% die Erziehung ausmachen, sind der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, wenn es um biologische Konflikte geht. Hierbei ist es so, dass Erziehung grundsätzlich als fest definierter Begriff, wobei natürlich das Ganze sehr individuell verstanden werden kann, eigentlich das eigentliche Problem ist. Problem meine ich in dem Fall damit, dass es eben genau dazu führt, dass sich sowohl Eltern unter Druck gesetzt fühlen, entsprechende Situationen handeln zu können, handeln zu müssen und demnach natürlich versuchen, das Kind so zu konditionieren, bewusst oder unbewusst, dass das Kind so wenig Ärger wie möglich macht, einmal im Anbetracht auf die Eltern selbst, als auch in Bezug auf andere Kinder, auf andere Menschen. Das heißt, wenn wir das Thema Erziehung nehmen und grundsätzlich das einmal weglassen, dann ist es so, dass das Kind sich sehr biologisch natürlich entwickeln könnte. Das steht aber, wie gerade schon erklärt, im absoluten Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen und Werten. Und genau das ist das, was ich gerade mit dem Problem meinte. Es beißt sich, denn sowohl die Eltern als auch die Kinder bekommen dadurch entsprechende Konsequenzen. Und Konsequenzen will fast niemand haben. Wenn es gute Konsequenzen sind, dann möchte sie jemand haben, denn dadurch bekommt man ja einen Vorteil. Wenn es aber negative Konsequenzen sind, sollen diese so gut wie möglich unterbunden werden. Nun liegt das natürlich in der Betrachtungsweise. Was ist positiv? Was ist negativ? Und das kann für einen selbst nur herausgefunden werden, wenn man grundsätzlich alles, was passiert und wie es passiert, neutral sieht, ohne es direkt zu werten. Denn eine Neutralität und Wertfreiheit ist genau das, was letztlich dazu führt, dass ich überhaupt in Gänze die 5 biologischen Naturgesetze verstehen kann. Denn wenn ich ein gewisses Weltbild habe, und das haben ja bereits die meisten Menschen mit 16, 17, 18, habe ich dadurch natürlich auch immer ein Weltbild, was ich dann meinen Kindern weitergebe. Wenn ich aber dieses Weltbild nicht hinterfrage, wenn dieses Weltbild die eigene innere Wahrheit darstellt und sich auch dahingehend über die nächsten 30, 40 Jahre nicht verändert, dann habe ich hier nicht die Möglichkeit, im Ansatz zu verstehen, was die 5 biologischen Naturgesetze wirklich sagen und welche Auswirkungen in Anbetracht des Lebens des Menschen da dranhängen. Das heißt, die Voraussetzung sollte zunächst einmal sein, dass wenn ein Kind biologisch aufwachsen soll, wie gesagt, es ist absolut kein Muss, weil sich die Dinge sowieso so ergeben, wie sie sich ergeben,
dann sollten die Eltern natürlich zunächst einmal von den fünf biologischen Naturgesetzen gehört haben und sollten sich im besten Fall damit auch schon ein wenig auskennen. Und dann sind wir wieder bei der Erziehung. Denn die Erziehung sollte gar nicht stattfinden. Das Kind, das entwickelt sich von ganz alleine. Du musst dem Kind in dem Sinne nichts mitgeben. Du musst dem Kind in dem Sinne auch nichts geben, außer eine Sache. Und das ist Liebe, Nähe, Zuneigung, wenn wir das einmal als eine Sache zusammenfassen. Alles andere ergibt sich von ganz alleine. Und es hängt von dir ab, egal ob du Mutter oder Vater bist, wie du mit dem, was passiert, umgehst. Ob du damit umgehst im Sinne dessen, dass du versuchst, es zu umgehen oder indem du es so sein lässt, wie es ist. Denn greifst du in verschiedene Situationen immer und immer und immer wieder ein, dann sollte dir bewusst sein, dass das nichts anderes ist als ein Konditionierungsverhalten, was dein Kind lernt. Das ist Erziehung. Einzugreifen. Das sieht natürlich die Pädagogik nicht so. Zumindest nicht in Anbetracht dessen, dass man immer und überall eingreifen muss. Dennoch ist es so, dass immer und überall eingegriffen wird, es aber gar nicht bewusst wahrgenommen wird. Denn der Tag mit einem Kind ist sehr lange. Und je älter das Kind wird, desto länger werden die Tage. Und es gibt so viele verschiedene Situationen, in denen du immer und immer wieder ganz unbewusst und automatisch etwas machst, was das Kind lernt. Nicht nur in Bezug auf deine Verhaltensweisen, deine Handlungen, sondern auch, wie du empfindest in Bezug auf Situationen, die sich ergeben. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du dem Kind etwas sagst und das Kind so gesehen eine gewisse Sichtweise gibst, sondern es ist natürlich auch deine Sichtweise auf die Dinge, die du siehst, die du erlebst, die das Kind prägen. Das unterschätzen sehr viele Menschen auch im Bereich der Pädagogik. Es heißt zwar immer, du sollst Vorbild sein. Aber was bedeutet Vorbild sein? Das Vorbild richtet sich hierbei natürlich auch wieder nach einer gesellschaftlichen Norm, aber nicht nach der Biologie. Denn Vorbild wäre es, dass man selbst nicht zubeißt, wenn man es gerne wollen würde. Wenn man hierbei das aber unterdrückt, dann gibt man ganz automatisch das seinem Kind weiter. Wenn das Kind dann 3, 4, 5, 6 Jahre alt ist, wundert man sich, warum das Kind Probleme mit den Zähnen hat, man selbst auch Probleme mit den Zähnen hat und dann der Partner bzw. eventuell sogar die eigenen Eltern genauso. Dann spricht man davon, dass das wohl vererbt worden ist. Nein, du hast es von deinen Eltern so mitgenommen, deine Emotionen. In dem Fall die Wut, die sich anstaut in Bezug auf dein Revier, auf dein Verhalten, auf deine Situation, dich zu schützen und dich gegebenenfalls zu verteidigen, zu unterdrücken. Das heißt, du hast das von deinen Eltern, du gibst das an dein Kind weiter, völlig unbewusst, nach einer gesellschaftlichen Norm. Denn du kannst ja nicht zulassen, dass du beißt. Und dass auch noch dein Kind beißt. Was soll denn bitte schön im Kindergarten passieren, wenn dein Kind andere Kinder beißt? Dann ist dein Kind nicht mehr lange im Kindergarten. Aber da kommen wir zum nächsten Thema. Der Kindergarten arbeitet mit exakt den gleichen Normen und Werten, weil die Erzieher genau das gelernt haben. Das heißt, wenn du dein Kind biologisch aufwachsen sehen möchtest, dann solltest du dir zunächst einmal ganz gut überlegen, ob du einen Kindergarten wählst oder nicht
und wenn dann, welchen? Denn hierbei gibt es natürlich große Unterschiede. Hierbei gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, das Kind letzten Endes auch in einem Kindergarten unterzubringen, in dem das alles randläufige Themen sind. Aber es wird dennoch immer wieder trotzdem zu Problemen kommen. Denn dann heißt es, dein Kind ist aggressiv, dein Kind beißt andere Kinder, dein Kind geht mit anderen Kindern ganz schlecht um. Es ist nur die Bewertung der Erzieher und natürlich auch unter Umständen der Eltern der anderen Kinder. Verstehst du, auf was ich hinaus möchte? Das Kind biologisch aufwachsen zu sehen, bedeutet in einem System wie dieses sehr viel Durchhaltevermögen zu haben. Durchhaltevermögen und gewissermaßen Disziplin. Es setzt natürlich voraus, dass dir dieses Thema bewusst ist, denn sonst kommt es ja gar nicht erst dazu. Und dann hat dein Kind, und das sage ich ganz bewusst, das Leben selbst in der Hand. Und nicht erst mit 18, 19 oder 20, sondern ab dem Moment, als es geboren wurde. Denn davor hat es nichts in der Hand. Davor ist die Mutter letztlich das, was dafür sorgt, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Auch hier geht es wiederum nicht um Schuld. Hier geht es um eine Unwissenheit, die aber auch ganz klar da ist, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder auch rückgängig gemacht werden kann. Denn das Schöne an den 5 biologischen Naturgesetzen, an der germanischen Heilkunde ist es, dass wir keine feststehenden Zustände haben. Das ist nahezu unglaublich, dass das noch niemandem aufgefallen ist. Denn der Mensch wird immer wieder als dynamisches Wesen bezeichnet. Der Mensch, der ist immer in der Entwicklung. Immer verändert sich etwas. Aber komischerweise sieht die Schulmedizin, egal um welche sogenannte Erkrankung es geht, immer wieder den Stillstand. Chronische Prozesse, wie sie die Schulmedizin nennt, das ist nichts anderes als Stillstand auf einem gewissen Niveau. Auf einem Niveau der dauerhaften sogenannten Krankheit. Das ist aber der Zustand dessen, dass derjenige, das dynamische Wesen, der Mensch, in sich selbst immer wieder kreist. Das heißt, er kommt weiter. Er kommt Stück für Stück weiter. Bloß er sieht das Ziel und dreht entweder immer wieder rum oder geht durch das Ziel und hat es noch gar nicht bemerkt und läuft die Runde halt nochmal. Das heißt, wir sind ständig in entsprechenden biologischen Prozessen, sodass auch ein Kind, welches mit 1, 2, 3 unterschiedlichen biologischen Konflikten zur Welt kommt, diese nicht mehr haben muss, nachdem es auf der Welt ist, nachdem es dann den Eltern klar geworden ist. Denn diese Prozesse können beendet werden. Und das spielt auch eine ganz große Rolle in Anbetracht der sogenannten Erziehung beziehungsweise in Bezug auf das bewusste biologische Aufwachsen eines Kindes. Situationen sind immer veränderbar. Und nicht nur die Situationen, sondern auch die Art und Weise, wie mit dem Kind und vorderrangig mit einem selbst umgegangen wird. Denn gehst du mit dir so um, dass du alles wegdrückst, dass du alles vermeidest, dass du im Widerstand gegenüber dir selbst bist, wird dein Kind unbewusst, früher oder später, das auch so annehmen. Und dann wird es unter Umständen alleine aus diesem unbewussten, gleichzeitig aber gelernten Verhalten nicht aus verschiedensten Situationen herauskommen. Denn du hast es in der Hand, solange das Kind so aufnahmefähig ist, dass es letztlich dir folgt. Folgt in dem Sinne, dass es dich einfach nur anschaut und gar nichts von dir möchte, sondern
einfach nur möchte, dass du da bist. Und das sollte niemals etwas sein, was das Kind so gesehen möchte bzw. verlangt. Denn das Kind sollte dies gar nicht verlangen müssen. Das sollte eine absolute Selbstverständlichkeit sein, dass die Mutter eine unglaublich enge und aus Liebe bestehende Beziehung bzw. Bindung zum Kind hat. Denn das ist für die ersten Lebensjahre das, was letztlich am meisten Prägung mit sich bringt. Da kannst du zum späteren Zeitpunkt die Erziehung noch so strikt, noch so bewusst in Bezug auf die gesellschaftliche Norm setzen. Du kannst aber niemals das wieder aufrollen, was in den ersten 3 bis 4 Lebensjahren passiert ist. Denn da geht es um nichts, was du mit Worten beschreiben kannst. Da geht es um nichts, was das Kind in Anbetracht von Worten lernt. Sondern da geht es um etwas, was das Kind grundsätzlich mitbringt, aber in diesem Zeitpunkt immer wieder auch bei dir sucht, bei dir als Mutter. Und wenn du dem Kind das gibst, dass du das Kind immer und immer wieder als dein eigenes Fleisch und Blut siehst, in Anbetracht dessen, dass du dich natürlich genauso um dich kümmerst wie um das Kind, dann hast du sehr, sehr viel für dich und für das Kind mitgenommen in den ersten 3 bis 4 Lebensjahren. Wenn du dann im Nachhinein darauf achtest, dass du nicht konsequent in Bezug auf gesellschaftliche Normen und Werte handelst, deinem Kind etwas verbietest, was völlig normal ist, dann bist du wieder auf dem besten Weg dahin, dass das Kind ganz alleine für sich sich frei entwickeln kann. Denn jedes Kind, übrigens auch jedes Tier, entwickelt sich völlig frei, wenn es gelassen wird. Und das ist der abschließende Satz dieses Videos. Denn es fasst genau die Grundessenz von sogenannter Erziehung im biologischen Sinne zusammen. Denn Erziehung ist nicht wichtig. Erziehung ist in Bezug auf ein gesundes Lebewesen sogar zum Teil schädlich, beziehungsweise in dem Punkt, dass es angewendet werden muss, nicht relevant. Und deshalb lass das Kind sich frei entwickeln, ohne dass du bzw. ihr darauf einwirkt. Wenn du das berücksichtigst und hierbei in verschiedenen Themen für dich noch nicht sicher bist, eigene Unsicherheit mitbringst, dann hinterfrage zunächst einmal, warum du dir da unsicher bist. Hinterfrage, warum es für dich ein Thema ist, sodass es eine gewisse Priorität, Wichtigkeit mit sich bringt, dass du unbedingt wissen möchtest, ob so, so oder so. Denn du solltest dich dahingehend niemals fragen, ob du etwas richtig machst. Denn wenn du es machst, weil das Kind dadurch einen Vorteil bekommt, dadurch eventuell aus deiner Perspektive besser, schöner, gesünder aufwachsen kann, dann ist das in den allermeisten Fällen genau das, was zum Gegenteil führt. Das kannst du aber nur verstehen, wenn du verstehst, dass sich jedes Kind völlig frei entwickeln darf. In dem Sinne würde mich interessieren, was du zu diesem Thema zu sagen hast, vor allem auch in Anbetracht deiner eigenen Situation, wenn du vielleicht junge, vielleicht auch schon etwas ältere Kinder hast. Schildere mir doch, was du mit diesen Informationen anfangen kannst in der Kommentarsektion
unter dem Video, würde mich an dieser Stelle sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich dahingehend weitergebracht hat, dann würde ich mich auch hier über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell genau jetzt Eltern werden oder vor 3, 4, 6 Monaten geworden sind und sich jetzt schon sehr viele Ratgeber geholt haben in Anbetracht von Erziehung, in Anbetracht von Gesundheit, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.